Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Girls Talk Spezial, der Podcast. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr das Interesse habt, auch diesmal wieder bei uns zu sein. Wir haben heute wieder Gäste. Und zwar haben wir die Franziska Meuli, wir haben wieder die Johanna Klatt und die Stefanie Küttel. Und wenn ihr wissen wollt, wer wir sind, dann müsstet ihr eigentlich noch die erste Folge schauen. Und wir kommen auch gerade zu unserem Thema. Genau, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, was immer präsenter wird, und zwar das Thema Emanzipation der Frau und welche Hürden das es mit sich bringt. Und ich würde das Wort sehr gerne gerade mal an Johanna richten, was du uns vielleicht zu diesem Thema erzählen kannst. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen und ihr auch wieder dabei seid, du dabei bist. Und wenn es um die Emanzipation der Frau geht, dann möchte ich euch einfach hier schon mal abholen aus meiner Vergangenheit. Denn ich hatte diesen Glaubenssatz stark in mir, dass ich quasi so stark bin als Frau, dass ich alles schaffen kann alleine, dass ich alle Aufgaben und Hürden im Leben selbst in die Hand nehmen kann und mir quasi so ein bisschen, ja, damit selber auch Herausforderungen, wie soll ich sagen, gestellt habe, die hätten nicht sein müssen. Wie zum Beispiel, dass wir ja einfach Frauen sind und da in unserer Weiblichkeit einfach auch aufgehen dürfen und eben nicht immer nur alles selber meistern müssen und die starken, ich sag jetzt mal, gespitzten männlichen Kräfte raushängen müssen, weil wir müssen nicht so sein wie Männer. Und ich habe oft einfach diesen Glaubenssatz gehabt, dass ich diese Stärke in mir habe und habe mich da einfach so ein bisschen in meiner Weiblichkeit auch verloren. Nicht jetzt unbedingt nur aufs Training bezogen, wo ich einfach sehr, sehr viel meine Gefühle ignoriert habe, beziehungsweise meinen Körper ignoriert habe, nicht so wirklich in mich reingefühlt habe, in meine Weiblichkeit, sondern auch übertragen im Leben, in Beziehungen, und da ziemlich, die einen würden vielleicht tough sagen, aber es war dann doch auch in gewisser Weise zu extrem. Und ja, so einfach als kleiner Einstieg in die Runde, dass dieses Thema Weiblichkeit und einfach auch Frau sein annehmen mit allen Facetten und es nicht als Schwäche sehen oder ja, uns erst gar nicht selber die Schwäche oder einfach auch mal die Schwäche eben fühlen lassen und zulassen dürfen, um einfach unser Wesen zu sein. Und das war eins der größten Learnings eben aus meiner Vergangenheit, da einfach mal zu sagen, hey, es ist okay, so wie es ist. Und mega schön. Ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich bin da, in der heutigen Zeit ist Emanzipation wirklich oft negativ behaftet, weil wir das Gefühl haben, dass wir das alles alleine bewältigen müssen, sowohl Mann wie auch als Frau. Aber die Frauen sind dadurch, ich glaube, schon ein bisschen noch mehr im Fokus, weil wir natürlich sehr lange ja eher abhängig waren von Männern. Wir durften nicht wirklich abstimmen gehen. In manchen Ländern ist das natürlich auch immer noch ein großes Thema, dass Frauen nicht Auto fahren dürfen. Das ist ja dort auch nicht negativ behaftet, sondern das ist dort einfach der kulturelle Hintergrund. Und mittlerweile geht es für mich aber schon ein bisschen in die negativ beziehungsweise in das andere Extreme rein, dass wirklich Frauen das Gefühl haben, sie brauchen keinen Partner oder Partnerin in dem Sinne, sondern dass sie alleinstehend sein können. Und wir sind ja per se nicht gemacht für das Alleinsein, sowohl Mann wie auch als Frau. Also wir brauchen sowohl als auch nicht immer. Es gibt auch Phasen, wo ich zum Beispiel als ich Single war, hatte ich das nie das Gefühl, dass ich jemanden brauche. Aber wir sind eigentlich nicht gemacht zum Alleine sein. Der Mensch an sich. Und ich glaube, das ist etwas, was wieder so in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zu Wort kommen sollte, dass wir einfach auch nicht allein sein sollten. Und es ist auch okay, dass wir beide, sowohl Männer wie auch Frauen, Schwächen haben, die wir
wo wir dazu eigentlich stehen dürfen. Ja, weißt du, ich glaube, der Ursprung des Ganzen ist ja eigentlich auch das, dass die Rollenverteilung früher eigentlich eher so war, dass der Mann eben wirklich immer die starke Rolle angenommen hat. Genau. Und die Männer haben das ja auch nicht immer freiwillig getan. Das heißt, für die war ja Schwäche zeigen eigentlich auch ein Tabu. Ja. Und die Frau war das schwache Glied in der Partnerschaft. Mhm. Und dieses Klischee, das ist so stark in uns noch verhaftet, dass wir mitunter wahrscheinlich sogar das schlechtes Gefühl haben, wenn wir in die andere Rolle reinrutschen. Und das ist eben wirklich so ein bisschen so dieser Zwiespalt, den viele haben. Und jetzt ist es halt so, dass dieses Emanzipiertsein ja früher schon sehr gefordert wurde, dass man auch sozusagen in die Rolle so ein bisschen, dass man gesagt hat, die Frau muss emanzipierter sein, Frauen müssen sozusagen auch Jobs machen dürfen, die Männer machen, weil das ja wirklich so, dass manche Jobs auch tabu waren, ja nicht nur das Wählen. Und jetzt ist es schon wieder, wie du schon sagst, so, dass es in den Trend reingeht, dass man das zu sehr pusht, also wieder in die andere Richtung. Ja, dass man im Prinzip, dass Frauen teilweise dann wirklich diejenigen sind, die bevorzugt werden bei einem Auswahlverfahren, wo man früher nur Männer genommen hat. Also dass man wieder in dieses andere Extrem reinrutscht und genau diese Frauen, die dann eben diese Vorreiterrollen einnehmen, dann aber auch merken, wenn sie dann noch Kinder haben zum Beispiel, dass sie dann gar nicht mehr allem so gerecht werden können vielleicht, weil das dann doch auf einmal zu viel wird. Und ja, einfach nur für die gewünschten Quoten zum Beispiel. Also dann geht es gar nicht mehr drum um Qualifikation, weil gerade im Berufsleben finde ich wichtig, wie qualifiziert ist jemand für den Job? Geschlechtsunabhängig. Und das ist auch so ein Ding. Und also ich finde es ganz, ganz schwieriges Thema und betrifft ja auch viele Bereiche. Also es ist jetzt nicht nur finanziell ja die Abhängigkeit gemeint, sondern generell. Und ich finde so Abhängigkeit nie gut. Also egal von was und egal in welcher Hinsicht. Das ist absolut meine Meinung. Und ich denke, ja, wer die erste Folge gehört hat, weiß auch, dass wir alle so unser eigenes Business haben, mehr oder weniger auch erfolgreich sind darin und unser Ding machen. Trotzdessen ist das schon auch ein Thema. Also erstens finde ich, in diesem Bereich soll das jeder so machen, wie es für ihn wirklich stimmt und passt. Aber so meine eigene Meinung ist auch so, also ich finde da beide extrem nicht optimal. Also ich finde es nicht optimal, wie gesagt, wenn man nur noch schaut, dass die Frauenquote gut ist und Qualifikationen sind zwangrangig, zum Beispiel im Berufsleben. Ich finde es aber jetzt auch nicht gut, wenn Frauen sagen, wir müssen total wieder in die weibliche Energie kommen, das heißt, der Mann bezahlt alles und ich bin zu Hause, also wenn das für jemanden passt, darf er das machen, aber das ist meine Meinung. Ich bin zu Hause, mache mir Maniküre, Pediküre gleichzeitig und der Mann bezahlt alles und ich bekomme das Geld, wäre für mich jetzt auch nichts. Das sind so ein bisschen die beiden Extremen. Und es gibt so die eine Schiene, so was so Emanzipation, das was eigentlich damit gemeint ist, nicht mehr so pusht, sondern eben ein bisschen in die falsche Richtung geht, ein bisschen in das Extrem. Und dann gibt es die andere Schiene, die jetzt sagt, wieder komplett zurück zur männlichen Energie, zur weiblichen Energie und die männliche Rolle und die weibliche Rolle. Und ich finde so, bei den meisten Sachen ist es so ein Mittelding. Natürlich immer abhängig von der Situation, wie es für einen passt, abhängig vom Motiv vielleicht, was man vom Leben erwartet oder vom Leben will. Aber so ein Mittelding ist da für mich so das, was ja, bei den meisten Sachen, ja. Wir haben ja sowohl männlich wie auch weibliche Energie, also Männer und genau. Frauen. Ist ja immer so Yin und Yang. Ja, Yin und Yang, genau, richtig. Von dem her ist es eigentlich allgemein jetzt mal abgesehen, dass wir alles Frauen sind, genauso auch bei den Männern ja, die genauso auch in ihren kleinen weiblichen Anteil kommen dürfen, um zu sagen, hey, dann bin ich vollkommen. Also wie du gesagt hast, ist ein Extrem ist ja in keinerlei Hinsicht gut, also egal über was wir sprechen. Und wenn wir jetzt nochmal in diese Abhängigkeit kommen, wie Franzi ja schon gesagt hat, Abhängigkeit hat ultra viel Bereiche und wir haben halt einfach festgestellt, dass diese Abhängigkeit jetzt zum Beispiel, wenn wir mal wegkommen von, bei mir war es dieses, ich kann alles alleine, hin zu, viele machen sich ja auch abhängig, wie sie beispielsweise einen anderen Menschen erleben und ihn zum Beispiel auch auf Instagram sehen und können gar nicht mehr Entscheidungen treffen, die eben unabhängig von diesem anderen Menschen sind, wie zum Beispiel, wie ich meinen Lifestyle führe, wie ich aussehen möchte. Also Abhängigkeit in gewissen Schönheitsidealen, wo man einfach auch da wieder mehr in sich reinfühlen und in sich reinhorchen darf und sagen kann, okay, was passt denn auch überhaupt zu mir und was bin denn ich, ohne immer aus diesem Außen suggeriert und beeinflusste Denken zu gehen und quasi Abhängigkeit Instagram mal so
Das ist die wichtigste Grundfrage so und auch die spannendste, einfach mal generell sich mit sich selber zu beschäftigen und sich zu fragen, was und wer bin ich ohne alles und jetzt nicht nur gemeint ohne den Partner oder ohne die Familie, aber auch ohne Hobbys oder zumindest, es gibt ja so verschiedene, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube so Endorphin-Detoxes, so wo du von den Glückshormonen quasi dich detoxst und schaust, wer bist du dann noch? Ich habe da so Challenges gesehen, zum Beispiel, dann darfst du einfach, oder machst das mal, freiwillig natürlich, einfach mal eine Woche auch keine Musik und nichts, also eigentlich nichts. Du bist dann wirklich mit dir und mit deinen Gedanken und befasst dich mit dir selbst. Und das ist schon, ich finde es wichtig, dass du, egal ob in einer Beziehung oder sonst, dass du deine eigene Person bist und auch weißt, wer du bist. Dieses Bewusstsein, das schafft dann ja auch Selbstbewusstsein. Wenn man weiß, wer man ist, was man kann und ja, es ist auch etwas, was natürlich in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren geht, jetzt immer mehr halt so. Ja. Diese Einzigartigkeit, ja. Das Individuum. Ja, ja, weil eben auch vieles von außen eben einsuggeriert wird, gerade so in junge Menschen, ich als Lehrerin sehe das ja immer wieder, die sind ja da sehr stark beeinflussbar noch, weil die sich ja noch gar nicht richtig selbst gefunden haben, noch nicht selbst Erfahrung sammeln konnten im Leben, oder? Und zum Teil ist es halt wirklich so, dass sie mehr am Außen leben als in sich selbst, oder? Das heißt, dass alles das, was eben draußen stattfindet, viel, viel mehr Rolle spielt als das, was in der eigenen Zuhause stattfindet, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch als Flucht, aber vielleicht auch einfach, weil es so ein Trend ist, oder? Weil man einfach da auch so wie die anderen sein will. Und ich glaube, das ist halt wirklich nicht ganz ungefährlich, weil das eben auch mit sich bringt, dass dann manche, wenn sie dann merken, dass die Person, die sie da zum Beispiel so anhimmeln, von der sie sich so abhängig machen, wo sie alles nachmachen, wenn sie die dann wirklich mal vielleicht live sehen und merken, die ist gar nicht so, dass sie dann merken, mein Gott, das ist alles eigentlich gar nicht real, oder? Ja. Das ist halt wirklich genau der Punkt. Oder halt sich in so eine Abhängigkeit bringen und dann verschiedene Krankheiten irgendwo auch entstehen, ja. Entweder auf emotionaler Ebene, dass sie psychisch einfach krank werden, weil sie merken, sie sind nicht so wie die andere Person, warum sie quasi so sein wollten, sie werden nie sein wie die andere Person, was ja auch gut so ist, dass man nicht so wird, identisch wie eine andere Person, und geraten da entweder in eine emotionale Kreislaufschiene oder ganz viel ja auch heutzutage, ich meine, ich komme selber aus der Schiene, dass es Richtung Essstörung geht, wenn man immer einen Menschen anhimmelt, der einen perfekten Körper hat und man aber noch so viel darum kämpfen kann und da halt nicht hinkommt, weil auf emotionaler Ebene erstmal so viel aufgearbeitet werden muss oder halt ja, man einfach nicht anstreben sollte, einen anderen Mensch, den man anhimmelt, zu, wie sagt man, kopieren. Zu klonen. Und daraus entstehen dann halt ganz, ganz, ganz viel Teufelskreisläufe und wirklich auch schwerwiegende Probleme. Und deswegen sich da frei zu machen, wie Franzi gesagt hat, da ja einfach sich die Zeit zu nehmen und hinzusetzen, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was ist mein Charakter, warum darf ich so, wie ich bin, genauso auch sein, ohne dass ich ja, mich abhängig machen muss von anderen Charakteren oder eben, was ich einfach ganz oft feststelle und sehe, sind diese ganzen OPs, die man heutzutage machen kann. Und am Ende siehst du einfach nicht mehr aus, wie du im wahren Kern aussiehst. Und natürlich jedem das Seine und jedem das Seine, die Entscheidung auch bei jedem, aber du darfst dich selber sein und da auch deine Besonderheiten einfach ausleben und Aber ist es in der heutigen Zeit vor allem für Junge nicht noch viel, viel schwieriger? Jetzt hätte man die Möglichkeit, sich in alle Richtungen weiterzuentwickeln, weil einem viele Türen offener stehen, wie vielleicht vor 30, 40 Jahren. Aber Social Media und die ganzen Kanäle suggerieren einem ein gewisses Wertbild, wie eine Frau auszusehen hat, wie ein Mann etc. Also es ist ja immer eine Suggestion irgendwo durch. Obwohl die Möglichkeiten jetzt viel offener wären, glaube ich, dass es in der heutigen Zeit noch viel, viel, viel schwerer ist, sich selbst zu finden. Mhm. Wissen, wer man ist und wer man sein möchte. Ja klar, weil früher hattest du... Du hattest es gar nicht. Du wusstest nicht, was Person XY macht. Genau. So. Und du hattest keine Social-Media-Kanäle, nichts. Du hast dich einfach auch viel mehr mit Menschen umgeben oder alleine, um da wirklich tiefere, also ich weiß es ja nicht, ich habe ja nicht gelebt vor
Ja, aber schon 30, nur vor, Jahren, aber schon halt, nur vor 20 Jahren. Ja. Es gab noch kein Instagram. Genau, da, du hast nicht, und das versucht dann auch immer zu lehren, sage ich mal, zu sagen, hey, stell dir einfach mal vor, du wüsstest gar nicht, was Person XY und alle anderen machen. Stell dir mal vor, du wüsstest nicht, wie die aussehen, was die machen, dass die noch so erfolgreich sind. Und wir brauchen ja nicht drüber reden, wie viel davon vielleicht fake oder ernst ist und so weiter. Aber du hättest ja diese Reizüberflutung gar nicht. Klar. Ja. Ja, ich finde auch wichtig, das Bewusstsein, dass das ja ein Highlight-Reel ist, was man da zeigt. Also das ist für mich auch ganz logisch, aber das muss man differenzieren. Das kann vielleicht ein junger Mensch nicht, aber Social Media muss man differenzieren. Und zwar ganz klar und für mich auch nachvollziehbar, dass man nicht seine Tiefpunkte direkt teilt oder teilen möchte. Und das ist absolut klar, aber das muss einem einfach bewusst sein. Da werden die guten Momente geteilt und wir sind alle Menschen. Genau. Also ich glaube, was wirklich, wirklich gut wäre, ist, dass man wirklich bei den Kindern schon im Unterricht, also schon in der Schule, ein Fach einführt, wo man eben praktisch genau diese Problematik anschaut. Es geht nicht darum, das Handy zu verbieten, weil das wäre wirklich, glaube ich, würde auch gar nicht mehr funktionieren in der heutigen Zeit. Also ich meine, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie das in Familien läuft, wenn man nur sagt, du musst dein Handy beim Abendessen weglegen. Ich glaube, das gibt bei manchen schon riesen Beef am Tisch, was man so mitkriegt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man müsste wirklich wie einen Unterricht machen, wo die Kinder oder die Jugendlichen wirklich auch mal sich selbst reflektieren können oder wo man mal darüber redet oder auch über deren Ängste oder über deren Probleme, die sie ja haben, auch selbst damit, wenn sie dann sehen, dass sie eben das nicht anstreben können oder nicht erreichen können, was andere da haben. Weil es gibt ja wirklich Jugendliche, die lassen sich operieren, damit sie aussehen wie, wie ein Avatar, wie ihr eigener Avatar oder wie jemand anders. Also die lassen sich in jungen Altern und sie finden immer jemanden, der das tut. Und sowas müsste man halt unterbinden, also in der sensibilisieren, und da müsste man einfach, dass die das Verlangen gar nicht haben, dass sie verstehen, dass das Individuelle ja eigentlich viel interessanter ist. Ich denke auch, gerade der Unterschied, oder? Früher hatte man die Eltern, die ein gewisses Wertebild vermittelten und dem man vielleicht auch wahrscheinlicher nachging, als dass man eben heute die Möglichkeit hat, auf dem Internet, auf dem Social Media, wo halt eben auch falsche Bilder vermittelt werden. Ja. Und gerade deswegen fände ich das extrem wichtig, dass sowas in den Schulen offiziell angeboten würde. Ja. Zu lernen, hinterfragen. Weil man kann das nicht, die Entwicklung kann man nicht stoppen. Das ist für mich klar, auch wenn, die werden da jetzt sicherlich neue Sachen einführen. Es gibt ja jetzt irgendwie Anstöße in der Politik, dass man das mehr kontrolliert, eben auch, oder was die Kinder so konsumieren oder was da so rausgeht. Aber man kann es nicht mehr aufhalten oder unterbinden. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach dieses Bewusstsein schaffen, dass das alles im Prinzip eine Außendarstellung ist, wie du schon sagst, wo man natürlich nur das Beste zeigt, oder? Man zeigt nicht die Momente von diesen Leuten, wenn sie im Bett liegen und abends weinen, weil sie vielleicht unglücklich sind über irgendwas, was nicht so schön ist, wo sie selber auch ein Manko haben, was sie aber immer verdecken, ja? Hm. Ich meine, würde man all die Filter wegnehmen, ist so. Und ich arbeite ja auch mit Filtern. Ich bin da ehrlich. Ab und zu habe ich da auch mal einen Filter drin, weil man sich einfach schöner findet. Aber man muss halt einfach wirklich auch viel ehrlicher darüber kommunizieren. Hm. Und den Schülern das oder den Kindern von Anfang an irgendwie klar machen. Aber sind wir da als Influencer nicht eigentlich auch, also sehen wir uns als Influencer nicht irgendwo auch so ein bisschen in der Verantwortung, genau dieses falsche Bild eben nicht zu suggerieren und zu sagen, okay, klar, es gibt so Filter, die machen einem dann reine Haut und so ein bisschen das Gesicht schmaler und, aber sie genau deshalb nicht zu nehmen, weil wir sagen, okay, wir wissen doch ganz genau, was wir für ein Bild dann nach außen tragen und vor allem, dass wir so ja in echt nicht aussehen und dass es ja vollkommen okay ist, dass wir so in echt nicht aussehen. Ja, das stimmt. Mein? Ja, ja, ja. Du hast vollkommen recht. Und das wäre eigentlich der richtige Weg. Und also dann lieber zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle und das fühle ich mich halt manchmal einfach nicht, dann mache ich keine Story. Ja, aber hier sind wir wieder beim Thema individuell sein und zum Beispiel jetzt banales Beispiel, ich habe jetzt eben heute einen Scheißtag oder irgendwie möchte ich was erzählen und ich nehme halt keine Ahnung, einen Katzenfilter. Dann ist es doch nicht meine Verantwortung, dass zum Beispiel die jungen Leute eine Katze sein wollen. Also es ist ein blödes Beispiel, aber das ist auch für mich wieder
klar bist du ein Vorbild als Influencer irgendwo durch, hast du eine Vorbildfunktion, du bist nicht ein Vorbild. Und andererseits finde ich wichtig, dass man eben wieder auf gewisse Themen sensibilisiert. Natürlich bin ich auch völlig deiner Meinung, Johanna, dass man viel mehr Realität schaffen soll, aber das, finde ich, macht man mit seiner authentischen Art und spricht vor allem auch darüber. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Aber in dem Fall darfst du ja authentisch sagen, zum Beispiel, hey, ich fühle mich heute einfach nicht. Genau, aber das, finde ich, ist dann doch wieder etwas anderes, als wenn man, dann gibt es ja auch wieder die Extreme, die dann das Handy machen und in die Kamera heulen. Das finde ich dann auch komisch. Oder was ich zum Beispiel auch komisch finde, ist das dieses Extrem, dass man sich dann extra extrem unvorteilhaft zeigt. Also dass man dann da so zusammen, also ich kann sagen, ich habe auch Zellulite, all diese Dinge, aber ich muss doch da nicht das alles so zeigen und 100 Bilder in den unvorteilhaftesten Posen, weil es ist ja Selbstdarstellung und da müssen wir uns nichts vorlügen. Es muss transparent und ehrlich kommuniziert sein und logisch, für junge Menschen ist das nicht so leicht zu differenzieren und nachzuvollziehen, aber ja, schwierig. Also eben, ich finde, so ehrlich wie möglich immer sein, wenn jemand etwas fragt oder auch, dass man die Filter erkennt oder sagt, ich benutze Filter oder einfach die Kommunikation generell transparent macht. Aber sonst so sich dann so extrem unvorteilhaft zu geben, ich sage jetzt extra unvorteilhaft, nur um jemandem zu gefallen, finde ich dann so das andere. Das ist dann so wie ein bisschen so, ja gut, das kommt jetzt gut an, weil es also menschlich ist und so nah bei den Menschen. Aber ich meine, ich kommuniziere ehrlich, dass ich poste da meine guten Fotos, auf denen ich mir gefalle und poste da nicht extra 10 Fotos, auf denen ich mich unvorteilhaft fühle, nur, ja, so schwierig. Ist es nicht auch ein bisschen Marketing? Ja, schon. Es ist reines Marketing, gerade bei Influencern. Ja, also ich habe jetzt da zum Beispiel auch nichts dagegen, weil ich glaube, dass viele junge Menschen sich auch dafür genieren, vielleicht menschlich zu sein, eben als Frau, wenn man in die Pubertät kommt, plötzlich feststellt, dass das Bindegewebe doch nicht so gleich ist wie beim Mann, dass man das mal zeigt. Aber viele schlachten das so unheimlich aus. Und da habe ich auch ein bisschen ein Problem, weil es dann ein bisschen so, eben so mir ein bisschen too much ist. Zu viel Marketing, zu viel, ja. Aber wieso? Also ich denke, man muss auf den Grund von Social Media zurückgehen und fragen, für was wurde Social Media, wie es der Name ja auch sagt, gegründet, eigentlich um Kontakte zu erhalten. Was es heute ist es, wie du vorhin gesagt hast, eine Selbstinszenierungsplattform. Ja. Oder, ja. Aber es ist auch ein bisschen so, digitales Tagebuch ist ja trotzdem so. Nein, ist es nicht, weil du gibst ja eben, wie du auch vorhin gerade gesagt hast, nicht deine wirklich schattigen Tage oder schattigen Seiten zur Kenntnis. Digitales du willst die Foto schönen, wahrscheinlich ein digitales Fotoalbum, ja. genau, du willst die schönen Sachen präsentieren, die dir ja auch Freude machen. Du willst die teilen mit jemandem. Und deswegen verstehe ich auch einerseits, wenn du sagst, du verstehst es nicht, dass Menschen dann eben extra so die Zellulite zeigen. Aber das ist ja eigentlich auch Realität. Also ich finde, beide Extreme, wo wir bei den Extremen sind, beide Extreme finde ich nicht gut. Aber ich glaube, sie meint die, das habe ich jetzt letztes Mal auch entdeckt, die halt wirklich dann in jedem Bild irgendwie extra zeigen, dass sie Zellulite haben. Weißt du, so ganz wirklich gewollt. Ich kann gar nicht sagen, also mir hat das irgendwie auch unangenehm, ist mir das unangenehm aufgefallen. Es war jetzt nicht einfach so ein Foto von hinten, wo sie ein bisschen Zellulite zu sehen ist, sondern sie haben halt wirklich ihren Bauch so genommen und zusammengefaltet, dass man künstlich realitätsnah sein. Da habe ich dann auch so meine Mühe, da habe ich dann auch so gesagt, was willst du jetzt damit sagen? Ich meine, das weiß doch eigentlich jeder. Das ist wie wenn jemand eben bewusst seine Zellulite versteckt oder wenn man sie bewusst zusammenquetscht, anstatt einfach nur dazustehen und zu sagen, hey, so bin ich. Genau. Ja. Mhm. Müssen wir gar nicht diskutieren. Das wäre wahrscheinlich das Optimum. Weil im Freibad wird die Person genauso wenig zu einer Person gehen und vor ihren Augen jetzt ihre Haut zusammenkneifen und sagen, so sieht meine Zellulite aus. Wie eine, die halt. Also, stell es mir gerade vor. Gerade einen Typen kennengelernt und dann so, ey, schau mal, was ich habe. Das ist Emanzipation, Leute. Nein. Ja, aber vielleicht kann ich ein kurzes Beispiel nehmen, weil ich momentan in der Wettkampfdiät bin und natürlich jetzt regelmäßig auch ein bisschen Formfotos von meinen Fortschritten zeige. Ich habe natürlich auch Freude jetzt daran. Aber genauso würde ich, wenn ich jetzt nach der Wettkampfdiät wieder zunehme, wieder Formfotos machen. Ich habe zum Beispiel absolut kein Problem, wenn ich jetzt meine 5 Kilo wieder drauf hätte oder jetzt eben Wettkampfform habe ich für mich eigentlich mit jeder Form sehr wohl. Und das ist
zum Beispiel eben, da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, hey, guck, das ist jetzt eine Form, die jetzt nicht, das ist keine Alltagsform und es ist wichtig, dass du jetzt da wieder zunimmst. Und das muss man ja nicht ausschmücken mit 1000 eben Bauch zusammenfalten und Bauch rausstrecken. Das finde ich, wie gesagt, das schlachtet man ein bisschen so künstlich aus. Ja. Also das, so würde ich es zum Beispiel oder werde ich es ganz sicher wie die letzten paar Male auch wieder machen. Und da erreiche ich meistens die meisten Leute, weil sie auch sehen, hey, es geht wieder zurück in eine normale Form. Es ist keine Alltagsform. Weil so viele schreiben mir dann, genauso möchte ich auch aussehen. Ich so, nein, glaub mir, das, so möchtest du vielleicht aussehen, aber so willst du dich nicht fühlen. Ja, aber das funktioniert halt, ja, funktioniert halt auch nur, weil du nicht dich abhängig machst von dieser Form. Ne? Ja. Und das ist ja das auch, fällt auch vielen schwer. Genau, ja. Ein ganz, ganz großes Problem, wenn man sein Glück abhängig davon macht. Und das war auch eins meiner wichtigsten Learnings, mein Glücklichsein nicht abhängig machen von dem, wie ich mich fühle, wie ich aussehe. Also ich meine, ich habe viele Fotos in meiner Wettkampfform. Natürlich fand ich sie geil und natürlich finde ich auch ein gewisses Körperbild schön und so weiter und so fort. Aber dass ich nicht immer gegen meinen eigenen Körper ankämpfe und immer versuche, etwas zu verändern, was ich nicht bin, genauso wie zu sagen, jetzt eben diese Wettkampfform, die ist einfach nichts, worauf ich mein Glück abhängig machen will und einfach auch da diese Mindset-Arbeit einfach leiste, um zu sagen, ich bin davor glücklich, bin danach glücklich, ich mache mein Glück nicht abhängig von dem, wie ich aussehe. Ja. Also in das Bezug aufs Körper. Absolut. Ja. Weil das ist auch Emanzipation, weil früher hatte man ja auch ein festes Bild von der Frau, wie sie aussehen sollte. Ja, klar. Auch von der Figur, von allem, oder? Klar. Ja. Du hast, wie hieß die schöne Göttin, die ja schon seit... Venus? Die man so, ne, mit wegen ihren Kurven und so, diese Frau... Marilyn Monroe, so ein bisschen nee, Stil, oder so wirklich die... Also, aha. Ganz, ganz die weit noch, zurückliegend. Ja. Ja gut, da ist aber, ja eh, also da ändern sich die Schönheitsideale, ja. Aber das eben ist immer so diese, das muss man sich ja bewusst machen, dass es ja immer, schon immer ein Frauenbild gab, was irgendwo als ideale Form oder wie auch immer, damals war es kurvig, dann gab es Jahre... da wollte man schlank ohne Ende diese sein. Kleinen, diese dünne Model, ja. Wie hieß denn Pixie? Ich ja, weiß gar nicht mehr. Ja, das ist fast der androgyne Typ so ein bisschen. Ja. Aber das ist das gleiche wie bei Männern. Mhm. Also wenn ich auch jetzt manchmal Kommentare durchlese, wie zum Beispiel ein Typ, keine Ahnung, wenn Tim ein Foto hochlässt und so und jemand schreibt mir, oh, das ist dann schon ein bisschen zu viel. Für mich wäre das zum Beispiel zu viel. Oder wenn jemand dir drunter schreibt, aber jetzt darfst du nicht mehr abnehmen. Also weißt du, das ist so übergreifend. Ja. Das ist auch wieder ein Ideal, das dir jemand aufdrängen möchte. Du darfst ja nicht zu viel. Und Männer sind da auch nicht ausgenommen. Also Männer hat man oftmals auch immer noch ein Bild, er muss größer sein als ich, er muss mehr verdienen als ich. Vielleicht ist es auch noch Unterbewusstsein, vielleicht ist es nicht gar nichts, was uns bewusst ist, aber Männer haben natürlich das doch immer noch ein bisschen schwer, wie Frauen. So die alten Rollenbilder. Das steckt so drin, in jeder einzelnen Zelle von uns. Das ist ja genau das Problem. Selbst wenn wir jetzt sagen, wir sind emanzipiert, haben wir doch in uns irgendwo im Kern noch irgendwas drin, was uns vielleicht tatsächlich manchmal so ein Schamgefühl gibt, wenn irgendwas nicht so ist, wie die Leute da draußen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So dieses untergründige Schamgefühl, auch jetzt war ich nicht so, wie die das vielleicht sich erhofft haben oder wie das im Außen so eigentlich sonst sein sollte. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Den anderen gefallen. Den anderen gefallen, ja. Von der Erziehung ab, denke ich. Ja. Ich hatte es vorher mit Franzi darüber und deswegen auch hier so mega schön eben, dass man sich auch als Mann nicht minderwertig oder sonst wie fühlen muss, wenn man einfach, bei Franzi ist es ja so, dass vor allem ihr Mann mehr zu Hause ist und sich um die Kleine kümmert und das aber gerne macht. Also warum sollte man das auf Druck und Biegen ändern, wenn es für beide so stimmt? Also da auch als Mann finde ich es wichtig, eben da sich nicht irgendwie... minderwertig zu fühlen oder sonst was zu fühlen. Ja. Oder als Weichei oder was auch immer da so kommt. Ja. Und dann kommen von außen so Kommentare wie du machst Haushalt und du kümmerst dich um das Kind und so. Ja. Aber nein, also... Er macht einen härteren Job. Ja, und das Ding ist zum Beispiel, das ist ja auch, also ich meine, ich glaube, er ist so ziemlich viel mehr trotzdem in der männlichen Energie. Also das
korreliert ja eigentlich nicht. Also das ist über, also über, ja, absolut, absolut. Das nicht aus. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt und das ist der Punkt, ich kenne auch so viele Männer, die eigentlich die besseren Väter sind, wo man wirklich merkt, okay, die gehen in dieser Rolle so sehr auf. Ja? Also ich habe auch einen guten Kollegen zum Beispiel, da ist die Frau, die haben sich getrennt und die Frau ist ohne das Kind gegangen und sie haben beide für sich gewusst, er ist der, ist der Vater, der das Kind nimmt und sie wird gehen, weil sie hatte auch vorher nicht so viel Interesse an dem Kind. Oder diese Rollenverteilung, das muss einfach gar nicht sein, finde ich. Das muss einfach vom Menschen und von abhängen. Ja. Das ist wichtig. Weil jeder kann irgendwie alles sein, finde ich, oder? Meistens. Jede meistens. Rolle kann man irgendwie einnehmen, wenn man das möchte, also wenn man das fühlt. So, eben ja, definitiv. Ich wollte gerade sagen, wenn es für einen stimmt. Wenn es für einen stimmt, weil ja. Sonst sind wir wieder an dem Punkt, wie zu Beginn, dass wir alle Rollen einnehmen können und dann wieder eben in diesem, ja. Ich meine, können ich im Sinne von alles. Wollen. Ja, weißt du, genau. Ich meine, genau, jeder soll stimmt. Alles ja. Wollen können, sozusagen. Ja, genau. Auch geschlechtsunabhängig ja. Darf man Sachen abgeben, genau. Mitmachen genau. Und sich auch ergänzen. Das ist ja auch der Sinn. Also ist von einer Partnerschaft, finde ich, für mich. Ja. Oder generell von zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man sich ja auch ergänzt und ja. Unterstützt. Und wenn jemand da besser ist oder mein Partner da besser ist als ich, dann soll er das da machen und ich mache es dann den anderen Paar oder das. Oder. Ja. Das ist ja dann auch so diese Co-Kreation, wenn jeder das macht, was er am besten kann, dann kann man ja eigentlich das Beste schaffen, genau. Oder? Ja. Mhm. Als wenn man sagt, okay, ich mache jetzt das, obwohl es mir eigentlich gar nicht liegt und der andere könnte es eigentlich besser, aber ja. Da draußen die Leute, die sehen das sonst nie. Ich glaube, wir behalten das mal so bei. Nicht, ja. Dass wir noch irgendwie aus der Rolle fallen, ja? Und nachdem haben die ja früher viele sehr, sehr, sehr gelebt und ich glaube, das macht auch nicht unbedingt glücklich. Nee. Also ich bin extrem gern beides. Also ich bin extrem gerne ab und zu in meiner männlichen Energie, zum Beispiel im Training oder wo auch immer. Und dann gibt es aber Bereiche im Leben, da bin ich sehr, sehr gerne auch mehr in der weiblichen Energie. Und das, ja. Eben, und das ist ja genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass wir nur in dieser weiblichen Energie sind. Auch wir weiblichen Wesen haben eine männliche Energie. Genau. Wie, du gehst ins Gym und lässt da deine weibliche Energie draußen, oder was? Bestimmt. Ja, genau, das ist dann so wieder ein Punkt, so eine extreme Einschränkung, das ist so ein extremer Glaubenssatz, der dann wieder im anderen Extrem kommt. Eben dann das erste Extrem, ja, wir Frauen können und müssen jetzt alles machen und dann wieder das Extrem, so du gehst zu sehr in deine männliche Energie, wenn du trainierst oder wenn du das und da, also halt so, ja, so Andrew Tate-Style, das sind wieder so das andere Extrem, meiner Meinung nach. Vielleicht passt das ja für einige, aber das ist auch so, ja. Finde ich sehr schwierig. Ich finde also ich finde es zum Beispiel auch bewundernswert, ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, weil ich es nicht könnte, aber ich finde es auch super bewundernswert, wenn zwei wirklich so in ihrer klassischen Rolle sind, dass die Frau nur zu Hause ist und wirklich den ganzen Haushalt schmeißt und alles managt etc. Und der Mann ist wirklich, kommt nach Hause, zieht die Schuhe aus und lässt sich bedienen. Wäre zum Beispiel null meins, einfach rein von meinem Wesen her nicht, weil ich auch so ein bisschen... Ja, vielleicht auch eben relativ großen männlichen Anteil haben. Oftmals, ich bin selbstständig, ich muss auch natürlich einen Teil meiner männlichen Energie da reinstecken. Andererseits eben finde ich das auch bewundernswert, weil wenn beide glücklich sind, ist das sensationell. Genau. Dann hat das nichts damit zu tun, dass du ein altmodisches Bild weiterführst, sondern wenn es für euch in eure Konstellation passend jeder da seine Stärken ausleben kann, ist es doch perfect match. Ja. Genau das ist es. Mhm. Es muss eigentlich wirklich einfach nur für diejenigen passen, um die es geht. Ja, aber wir müssen auch da ein bisschen open-minded werden, sowohl für das altmodische Modell, wenn es für zwei oder für sie das Paar passt, wie aber auch, dass jemand sagt, hey, nee, ich bin die Frau, ich bringe das Geld nach Hause, weil ich da viel, viel mehr Geld nach Hause bringen kann mit einer Leidenschaft, die mir so leicht von der Hand fällt und er aber dafür gerne mit der Kleinen zu Hause ist und da wirklich seine Leidenschaft und seine Liebe reingeben kann. Warum sollte man das verurteilen oder schlecht sprechen? Ja. Aber da müssen wir alle ein bisschen daran arbeiten, weil auch bei mir, die Vorurteile, die kommen manchmal. Das ist so, obwohl ich sie gar nicht möchte. Der erste Moment so, wenn einer sagt, ich bin Hausfrau, ich verdiene kein Geld, dann habe ich immer noch nur ganz kleine, so kleine Input Männchen hinten, so, wo sagen, hä, was? Und was machst du? Also ich überlege mir dann schon, was ist, wenn natürlich dann mal etwas schief läuft oder so. Aber das ist ja dann nicht mein Problem. Das ist ja, wie gesagt, wenn es für beide passt, ist das ist super. So interessant, das geht mir ganz genauso, dass ich auch sowas dann denke. Weil ja, dann ich halt muss, ich habe mich Beispiele selber. Im Kopf oder wo Frauen dann so abhängig waren, aber es gibt auch genug Frauen, die dann den Mann ausnehmen. Also ich sag ja, das ist so, es gibt da alles. Das ist ja auch nochmal ein guter Punkt als Grundsatz, dass ich meine,
wir alle haben ja erstmal so einen ersten Gedanken, der aufkommt, wenn wir was sehen, wenn wir was hören oder. Aber ich stelle mir einfach viel öfter in letzter Zeit einen Spiegel innerlich vor mir und sage, okay, warum urteilst du jetzt wieder so schnell? Überleg erstmal kurz, was ist dein Gedanke, was kommt jetzt aus deinem Verhalten oder wie du halt einfach so denkst, und übertrag das nicht gleich, weil nur weil das du halt so fühlst und denkst, die andere Person ist ja trotzdem glücklich damit, wenn sie es ist. So. Man kennt ja nie die Motive, ja, die Beweggründe, das Ganze drumherum. Denken, ja, ohne zu urteilen. Ja, ja. Super schwer, aber eigentlich wäre es so wichtig. Ja. Ich habe mich eben letztes Mal auch erwischt, wir hatten so eine Dreiergruppe von Mädels und eine, die nicht dabei war, das war dann die vierte, die ist so typisch Rollenbild. Der Mann kommt nach Hause und macht überhaupt nichts. Also sie muss nach Hause Händen glätten gehen, und mir ist irgendwie so ein blöder Kommentar rausgerutscht, halt wie ich halt bin, so was ich halt gerade denke, das sage ich dann auch so. Und dann hat mich auch meine Freundin halt gesagt, hey, aber wenn sie glücklich ist, warum verurteilst du das? Und dann muss ich mir sagen, ja, eigentlich hast du recht. Also da bin ich so froh, dass ich so gute Freundinnen und Freunde habe, die mir auch ein bisschen Spiegelmann vor Augen halten, wo dann sagen, hey, hörst dich jetzt gerade selber wieder. Ja. Aber ist doch auch okay, in dem Fall deine Meinung zu äußern. Das ist absolut deine Meinung. Ja, absolut, absolut, ja. Eben, das ist ja, eben für mich wäre es jetzt überhaupt nichts. Also wenn mir mein Mann sagen würde, du musst nach Hause kommen, Hemden glätten, dann würde ich ihm den Vogel zeigen. Ich würde ihn blockieren. Blockieren? Wie lange? Bis er mich nie mehr fragt danach. Ja, aber das ist auch etwas, was ich jetzt so mit dem Muttersein und so generell auch, aber immer auf Social Media kommuniziere. Wenn ich etwas von mir teile, von meinen Entscheidungen, dann sage ich immer, ich teile es so, wie ich es mache, mit meinen Motiven, mit meinen Beweggründen. Ich teile das, ich möchte das mitteilen. Das heißt nicht, dass das für XY richtig ist. Das stimmt für mich und passt für mich so. Und das ist auch, finde ich, schon wichtig. Dass ja, aber das nützt ja meistens sowieso nichts. Die meisten teilen dann ihre ungeteilte Meinung trotzdem mit. Ja, weil sie sich getriggert fühlen, oder? Ja, richtig. Aber trotzdem auch wichtig, gerade mit dem Punkt dann Vorbildsfunktion. Weil so sagt man nochmal, ich habe das für mich entschieden, habe meine Pros und Contras gemacht, habe mich aus verschiedenen Quellen informiert. Das ist mein Entscheid und der ist vielleicht in meinen Umständen richtig, aber kann in XY Umständen auch falsch sein. Ja, aber es ist ja auch gut, richtig und falsch, ja, halt weil das andere Perspektiven gibt. Weißt du, manche gucken ja gar nicht über ihren Tellerrand raus, und wenn sie dann hören, wie es bei anderen ist, erst dann fangen sie vielleicht an, darüber nachzudenken, ob sie überhaupt in diesem, wie sie gerade sich gerade befinden, überhaupt zufrieden sind oder ob man nicht sogar was verändern kann. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man da offen kommuniziert, finde ich. Mhm. Also was das angeht, dass man alle Modelle kennt und nicht nur das, was man zu Hause hat. Mhm. Oder? Sonst kann man nicht entscheiden, was man mag, wenn man nicht alles mal irgendwie gesehen oder gehört hat. Wenn man einfach nicht, wenn man nicht äußert, was man also denkt und fühlt, also dann kannst du ja, worauf ich hinaus will, ist, dass du in allen Bereichen kommunizieren musst und darfst. Das heißt, wenn es darum geht, dein Leben so zu gestalten, wie du dich damit gut fühlst und du glücklich damit bist und zufrieden, dann darfst du das auch genauso kommunizieren. Und egal, ob wir jetzt auf Beziehungsebene oder auf in Bezug auf Instagram und Social Media und so weiter handeln, dass wir einfach die Worte beim Namen nennen und nicht so dieses Verschleiern und nicht trauen und was wäre wenn und was würde dann XY sagen, sondern den Mut einfach auch haben, uns für uns einzustehen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, sag mal, Luxusproblem, das wir haben in unserer Kultur, das wählen können, wie will ich mich positionieren. Ja. Was ist mein Rollenbild? Was passt mir? Wie passt es in mein Leben? Und einerseits Luxus, andererseits halt auch Fluch, weil es stellt dich genau vor solche Herausforderungen, die man vielleicht in Kulturen, wo das Rollenbild ganz klar noch aufgeteilt ist, nicht hat. Mhm. Klar, ja. Mhm. Das stimmt, ja, weil dort ist es wie... Wird's für dich geregelt, was natürlich für viele vielleicht auch, ja, vielleicht für viele sogar super ist, weil du musst nicht denken, sondern du bekommst in eine Schiene rein, wo du dich, wenn hoffentlich auch wohlfühlst. Wenn nicht, ist das natürlich ein Riesenproblem. Ja, das entsteht dann meistens ja erst, wenn sie dann eben den Blick nach außen wenden können.
das ist ja genau das, denke ich mal, warum jetzt mit den sozialen Medien und allem, was eben auch Leute jetzt erreicht, die vielleicht früher sowas nicht kannten oder gesehen haben, auch zum Nachdenken anregt. Und das ist das Wertvolle, also das Wertvolle vom Internet generell. Es hat schon Nachteile, aber man kann so viele Menschen erreichen. Und auch, ja, dass auch Menschen sehen, anderen geht es auch so. Ich meine, nur schon, wenn ich etwas teile, zum Beispiel Tipps zu einer Blasenentzündung. Mhm. Früher war das total das Tabuthema und dann schreiben mir mega viele junge Mädchen, die vielleicht die Mutter nicht getrauen zu fragen bei diesem Thema, schreiben mir dann danke vielmals, dass du das geteilt hast und so. Und ja, es ist auch ein ganz, ganz wertvolles Tool. Also Social Media ist ein ganz, ganz wertvolles Tool. Je nachdem, wie man es einsetzt, wie bei allem. Wenn du Mehrwert bieten kannst und auf dem Wege viele Leute erreichst, dann kann das auf jeden Fall viel bewirken. Aber eben auch andersrum. Mhm. Das ist genau das. Fluch und Segen. Ja, ist so. Ja. Ja. Das war wieder sehr spannend, mal die verschiedenen Perspektiven zu hören. Und ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, aber dass irgendwie der Grundstein der Emanzipation, so wie er früher angeschoben wurde, einfach schon wichtig war. Sonst könnten wir jetzt gar nicht, glaube ich, hier sitzen. Wäre wahrscheinlich Tatsache. So. Wir würden jetzt wahrscheinlich alle woanders sein. Ja, genau. An der Leine, nein, Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber man muss eben, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, einfach wirklich da jetzt auch schauen, dass sich das nicht in ins Gegenteil verkehrt, oder? Und dass wir da irgendwie die Balance finden, sodass es für alle passt. Absolut. Genau. Dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören. Und danke euch allen, dass ihr wieder da wart. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Danke. Vielen Dank. Ihr könnt alles über uns finden unten unter dem Podcast. Da steht, wo ihr uns finden könnt, wo ihr uns erreichen könnt. Und ja, wir freuen euch, uns, wenn ihr uns schreibt. Ja, ciao. Lasst einen Kommentar da. Lasst einen Kommentar da. Tschüss. Ciao.